Heute sehen wir uns einige Besonderheiten der schwachen Verben an. Wir erinnern uns, schwache Verben sind diejenigen Verben, die regelmäßig ihr Präteritum gegenüber dem Präsens mit einem Dentalsuffix und normalerweise nicht mit einem Wurzelvokalwechsel bilden. Wir haben uns aber auch schon angesehen, dass es eine ganze Reihe, also Mittelhochdeutschen, eine ganze Reihe von schwachen Verben gibt, die sehr wohl einen Wurzelvokalwechsel aufweisen. Und diesen haben wir mit dem sogenannten Rückumlaut bestimmt, der aber eigentlich eben ein umlautloses Präteritum einiger schwacher Verben ist. Eine kleine Gruppe dieser vom sogenannten Rückumlaut, fälschlicherweise sogenannten Rückumlaut betroffenen schwachen Verben, weisen zusätzlich noch weitere Besonderheiten auf und den man unter dem Begriff des Primärberührungseffektes oder auch Dentalberührung zusammenfassen kann. Das Phänomen ist folgendes, und zwar bei einigen schwachen Verben, deren Stamm auf guttural endet, nämlich G oder K, also CK, also G und K, steht im Präteritum und im Partizipräteritum ein Achlaut, also ein Reibelaut. Kein Verschlusslaut, sondern ein Reibelaut. Die Begründung dafür ist, dass es dabei, nämlich durch das anschließende Dentalsuffix, zu einer primären, nämlich unmittelbaren Berührung von guttural und folgendem dental, nämlich T, kommt, weshalb sich aus sprachökonomischen Gründen der guttural zu frikativ, also Reibelaut, ach, ändert. Bei einigen von diesen Verben kommt es außerdem noch zu einer zusätzlichen sogenannten Ersatzdehnung. Beispiele hierfür sind etwa decken, dachte, gedacht. Ja, CK wird gefolgt vom Dentalsuffix und aus sprachökonomischen Gründen wird hier zu Frikativ geändert. Drücken, druchte, gedrucht. Wirken, wirken oder auch Worchte, geworcht oder geworcht, Worte. Da kann man wieder nach dem eigenen dialektalen Empfinden entscheiden, ob man lieber Ach oder Ich laut sprechen möchte. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sehen Sie jetzt hier noch diese Beispiele mit der sogenannten Ersatzdehnung, die eben auch noch hinzugefügt wird, um noch ökonomischer den Laut artikulieren zu können. Denken, dachte, gedacht, dünken, duchte, geducht und bringen, brachte, gebracht. Bringen ist noch ein besondereres, schwaches Verb, über das wir im Zusammenhang mit den besonderen Verben, das eine größere Gruppe besonderer Verben sprechen werden, die aus unterschiedlichen historischen Gründen eben aus der Menge der schwachen und starken Verben hervorstechen. Da werden wir uns nochmal mit Bringen beschäftigen. Aber hier schon einmal im Zusammenhang mit dem sogenannten Primärberührungseffekt, den man hier gut beobachten kann. Bei einigen dieser vom Primärberührungseffekt betroffenen Verben wird dann wiederum diese Entwicklung durch einen Analogieausgleich vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, also auf einer diachronen Ebene, rückgängig gemacht. Das haben wir schon auch bei anderen Phänomenen gesehen, zum Beispiel überhaupt Verben das mit dem Rückumlaut. Da sind heute im Neuhochdeutschen nur noch sehr, sehr wenige übrig. Und auch dieser Primärberührungseffekt wird durch Ausgleich dann wieder rückgängig gemacht. Zum Beispiel, also durch Analogie ausgeglichen, auf der linken Seite decken, deckte, gedeckt heißt es jetzt nunmehr im Neuhochdeutschen, genau wie bei drücken, drückte, gedrückt und wirken, wirkte, gewirkt. Aber wir sehen das zum Beispiel noch im Verb denken, denken, dachte, gedacht oder dem Verb dünken, das vielleicht heute gar nicht mehr besonders geläufig ist, aber man findet es eben noch in älterer Literatur, dünken und deuchte, gedeucht, also mir deuchte. Und hier auch dann wieder bringen, brachte, gebracht. Das ist uns bis zum heutigen Tag so erhalten. Eine weitere Besonderheit, die schwache Verben aufweisen können, allerdings betrifft es nicht nur Verben, wie wir gleich sehen werden, ist die sogenannte Kontraktion. Und zwar Verben, deren Stamm auf ag oder agge und egge enden, werden in manchen Formen zu ei kontrahiert. Zum Beispiel und sehr häufig, deswegen ganz wichtig zu wissen, ich saggete, wird kontrahiert bisweilen zu ich seite.
Sie müssen sich dabei aber merken, dass diese Formen nicht auf einer diachronen Ebene auseinander hervorgehen, sondern auf der synchronen Ebene gleichzeitig vorhanden sind, und zwar so gleichzeitig, dass sie durchaus in einem Text oder sogar in zwei aufeinanderfolgenden Versen zum Beispiel Verwendung finden. Sehr häufig sieht man das dann auch im Reim, warum sich jeweils für die eine oder andere Form entschieden wurde. Die sind absolut gleichwertig, bedeuten genau das Gleiche, nur das eine kommt eben als eine Kontraktion vor und im anderen Fall nicht. Ich sagete, ich säte. Manchmal findet man auch AI in den Ausgaben eher weniger, aber das kann schon vorkommen. Geklagget und geklayt, da kann es sehr schnell zu Übersetzungsfehlern kommen, wenn man nicht mit dieser Kontraktion rechnet, oder auch erlegget und erlayt. Wie gesagt, dieses Phänomen tritt nicht nur bei schwachen Verben auf, sondern kann auch zum Beispiel bei manchen Substantiven auftreten. Ein ganz wichtiges, weil es dort eben auch noch eine semantische Aufspaltung gegeben hat, ist die Kontraktion von mugget. Mugget und kontrahiert mate. Also wiederum synchron, beide Formen sind im Mittelhochdeutschen verbreitet, aber auf Grundlage dieses synchrone Nebeneinander dieser beiden Formen kommt es im Neuhochdeutschen zu einer semantischen Aufspaltung, nämlich einerseits Neuhochdeutsch meid und auf der anderen Seite das neuhochdeutsche Wort magd. Ja, also Maid, älteres deutsches Wort für Mädchen, und dann auf der anderen Seite Magd, also als Bedienstete. Natürlich hängt das auch wiederum in der Bedeutung auch im Neuhochdeutschen zusammen, denn junge Bedienstete in den Haushalten reicherer Leute waren in der Regel natürlich Mädchen und verließen eben dann auch sehr häufig, wenn sie sich verheiratet haben, und in den meisten Fällen dann eben diese Familie, in der sie ihren Dienst taten. Insofern passt das mit Mädchen und Magd irgendwie auch zusammen. Aber trotzdem sind es eigentlich dann zwei verschiedene Wörter mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Die treten eben neuhochdeutsch semantisch auseinander, sind aber ursprünglich eben nicht aus einer Bedeutungsdifferenzierung hervorgegangen, sondern einfach nur durch eine Differenzierung zwischen unkontrahierter und kontrahierter Form. Das ist so die Besonderheit bei dem Wort mugget, und überhaupt, dass es eben dieses mugget eben als Mädchen auch zu übersetzen ist, dann aus dem Mittelhochdeutschen. Sehr häufig auch ganz im sehr spezifischen körperlichen Sinne mugget als Mädchen, und zwar als jungfräuliches Mädchen. Deswegen auch die mugget Maria, also die Jungfrau Maria, wird eben auch in der Regel als mugget bezeichnet in mittelhochdeutschen Texten. Diese Kontraktion bei Substantiven und auch bei nicht starken Verben wird bewirkt auch durch Stämme wie igi oder ab und at. Und manchmal werden dann auch die kurzen Vokale zu langen Vokalen gedehnt oder beziehungsweise und aus diesen langen Vokalen im Falle von i kann dann sogar auch noch später eine Diphthongierung zutreffen. Das sieht man zum Beispiel bei Sigifried, also da haben wir diese Iggy-Silbe, die eben zu Kontraktionen neigt, und so finden wir dann im Mittelhochdeutschen wiederum synchron die verschiedenen Formen Siefried und auch Seifried, sieht man dann ein bisschen später, ne? Also wenn dann die Diphthongierung zuschlägt, wird dann aus dem langen I ein A, aber Sigifried und Siefried, das sind eben zwei synchron auftauchende Wörter. Oder auch aus dem Althochdeutsch pfligget wird das Mittelhochdeutsch pflieht. Also da sehen wir es eher auf einer diachronen Ebene, aber wir haben ein Nebeneinander von haben und hahn oder auch baden und bad. Da haben wir eben auch eine Dehnung des Vokals. Dort trifft dann natürlich die Diphthongierung nicht zu, weil das lange A davon nicht betroffen ist. Das war es im Prinzip auch schon für die Besonderheiten der schwachen Verben. Da gibt es gar nicht so viel zu beachten, wenn man immer im Hinterkopf behält, dass die Normalform des schwachen Verbs eben
also keine Veränderung des Wurzelvokalwechsels zwischen Präsens und Präteritum ist. Und wenn es eben doch einen Wurzelvokalwechsel gibt, dann handelt es sich um den sogenannten Rückumlaut bzw. das umlautlose Präteritum einiger schwacher Verben. Das haben wir in einer anderen Folge dieser Screencast-Reihe schon besprochen. Und hinzutreten eben noch solche eher, also nicht regelmäßigen, sondern bisweilen auftauchenden Phänomene wie der Perimäherberührungseffekt oder auch bestimmte Kontraktionen, die eben dann auch mit Dehnungen oder mit Diphthongierungen und anderen Phänomenen zusammentreffen können. Das ist im Prinzip das, was es wichtig ist, über die mittelhochdeutschen schwachen Verben zu wissen. Bei den starken Verben werden wir uns ein bisschen länger aufhalten. Für dieses Mal nur eine ganz kleine Einführung, was das Besondere ist an starken Verben eben gegenüber den schwachen und warum sie eben ihr Präteritum eben nicht mit einem Dentalsuffix, sondern mit einem Wurzelvokalwechsel bilden. Und dieser besondere Wurzelvokal bzw. diese besondere Wurzelvokalqualität oder Potenzial bei den starken Verben nennt man Ablaut. Das ist ein Wurzelvokal mit einer Ablautqualität. Und das bedeutet, also ein Ablaut ist ein Wechsel von Vokalqualitäten und Quantitäten, also Längen und Kürzen, Quantitäten, aber auch Qualitäten, im Sinne, dass verschiedene Vokale sind, schwimmen, schwamm, geschwommen, I, A zu O, in etymologisch zusammengehörenden Wörtern und Wortformen. Da hören Sie schon, es betrifft nicht nur die starken Verben. Sehen das auch gleich an einigen Beispielen, aber dort sind sie besonders wichtig zu verstehen und auch zu erkennen, zum Beispiel allein für die Arbeit mit dem Wörterbuch und eben damit auch für das Übersetzen mittelhochdeutscher Texte. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich in den Akzentverschiebungen vom Indogermanischen zum Germanischen. Also zum Germanischen hin wird der Wortakzent, der vormals freie Wortakzent des Indogermanischen auf die erste Silbe gelegt, und im Zuge dieser Entwicklung, also der Herausentwicklung des Germanischen aus anderen indogermanischen Sprachen, ist es zu dieser Ablautung von zusammengehörigen Wörtern und Wortformen, vor allem bei den starken Verben, gekommen. Wir unterscheiden qualitativen Ablaut und quantitativen Ablaut. Qualitativer Ablaut wird bisweilen auch Abtönung genannt und bedeutet nichts anderes als ein Wechsel von hellen und dunklen Vokalen. Und da erinnern Sie sich wieder, heller, dunkler Vokal, genau das bezieht sich auf das Paradigma, das Diagramm des Vokaldreiecks. Wenn Sie es nicht mehr ganz präsent haben, können Sie es gerne nochmal nachschauen. Hier ist ein Beispiel, Indogermanisch E wird zu O, zum Beispiel im Lateinischen tegere und toga. Ja? E und O wechseln einander ab, das nennt sich ein qualitativer Ablaut. Oder im Germanischen sehen wir das von E zu A, zum Beispiel, hier ein neuhochdeutsches Beispiel, bergen und barg. Ja? Das ist hier kein umlautloses Präteritum, sondern das ist hier jetzt ein Ablaut. Auf der anderen Seite haben wir eben, wie gesagt, einen quantitativen Ablaut, die sogenannte Abstufung. Und zwar unterscheiden wir da die Grundstufe, also das ist sozusagen die kurze Quantität, und die Dehnstufe des Vokals, der lange Vokal, im Indogermanischen zum Beispiel E, O, und dann eben also kurzes E, kurzes O zu langem E und langem O, und Germanisch dann zum Beispiel kurzes A zu langem A. Bei fehlender Betonung im Indogermanischen kann der Vokal dann auch ganz wegfallen, weshalb wir da von einer Schwundstufe sprechen. Das nur ganz kurz als Einleitung zum Ablaut der starken Verben bzw. überhaupt der Ablaut. Wie gesagt, betrifft nicht nur die starken Verben, aber wir werden es für die starken Verben brauchen, weil es sich dabei um ein etwas größeres Themengebiet handelt, für das wir ein bisschen mehr Zeit brauchen werden. Um es darzustellen, wird das für dieses Mal so reichen. Wie gesagt, eine ganz kleine, kurze Einleitung zum Ablaut, die man sich schon mal vergegenwärtigen kann, um dann die sogenannten Ablautreihen, also nichts anderes als die Konjugation starker Verben, besser zu verstehen.